wenn man nur die letzten drei Spiele betrachtet, ist es das große Topspiel des sechsten Spieltages, wenn Holstein Kiel zu Gast beim FC Erzgebirge Aue ist. Beide Mannschaften seit drei Spielen ungeschlagen, Kiel sogar mit drei Siegen. Mit einem weiteren heute könnte man sogar Tabellenführer werden, vorbeigehen an Darmstadt und Düsseldorf. Beide spielen erst am Sonntag. Genauso will auch Aue seine Serie fortsetzen. Erstes Heimspiel für den neuen Trainer Hannes Drews, der zuletzt sechs Jahre Jugendtrainer in Kiel war, in Nordhorn bei Neumünster begann. Heute also die große Premiere feiert gegen einen ganz besonderen Gegner. Kempe verteidigt, Bertram draußen, dazu Nazarov und Fandrich außen. Riese im Mittelfeld, Köpke vorne. So beginnt Aue. Mit Fandrich nach wenigen Sekunden gleich mal zu sehen. Noch keine Torgefahr, weil Fandrich die Flanke zu ungenau bringt. Aber eine erste Aktion der Gastgeber Kiel unverändert, so wie am letzten Wochenende gegen Kaiserslautern. Das ist Hermann. Weiter für Kinzombie. Schindler im Laufduell mit dem neuen Linksverteidiger Kempe. Klasse gemacht von Schindler. Und Leverenz verpasst den Kopfball, fast die erste Chance für Kiel durch Steven Leverenz, aber noch keine Gefahr für Aues Torwart Mennel. Einwurf und Kalik mit dem Fehlpass, gut gemacht von Kinzombie. Duksch. Schindler wieder gegen Kempe, nächste Flanke, Mennel weggefaustet. Gegen Marvin Duksch, erste Aktion für Aues Torwart. Aufmerksam gemacht, die Ecke danach ohne Folgen. Es bleibt zunächst mal beim 0:0. Kinzombie. Schindler gegen Risotto. Flanke ist gut für Duksch, aber die Fahne oben gegen Kiel-Stürmer längst abgepfiffen. Gibt gar nicht erst die Chance für den ausgeliehenen Mann vom FC St. Pauli. Richtig erkannt, klares Abseits gegen Kalik. 2 Meter sind es, die Duksch so weit vorne steht. Freistoß für Aue. Rapp. Was ist das? Genau in den Fuß von Duksch. Nicht schnell genug reagiert. Abgedrängt von Rapp. Deswegen keine unmittelbare Torchance. Duksch mit der Flanke, die ungefährlich bleibt. Ein Riesengeschenk. Nicht genutzt. Nikolai Rapp, neuer Mann, der aus Hoffenheim kam. Dort meistens in der zweiten Mannschaft gespielt hat. Hier mit einem richtigen Blackout. Und viel Glück für Aue. Nazarov. Tiffert und Riese, etwas offensiver als zuletzt gegen Ingolstadt, da war Linksverteidiger Köpke, wieder Tiffert, Kiel lässt 4 Räume, Risotto, jetzt schön reingespielt, Köpke, weiter für Fandrich, mit dem Kopf abgewehrt, kein Anspiel von Schmidt, erster Abschluss, der Gastgeber aus Aue, Fandrich ist es, Seite getauscht im Vergleich zum Spiel gegen Ingolstadt, es gab einige Umstellungen, trotz des Sieges gegen den Absteiger. Und Aue hat Probleme in der Anfangsphase. Kiel wieder mit Drexler. Kingsley Schindler versucht die Flanke. Auch die ist zu ungenau für Duksch und Leverenz. Auch die Kieler längst nicht so stark wie in den letzten 3 Spielen gegen Regensburg, Fürth und Kaiserslautern, wo man ja 3-mal gewinnen konnte. Aue hat die Wende geschafft mit Interimstrainer Lenk und mit dem ersten Spiel unter Drews. Köpke, Nazarov, aber jetzt zumindest mal mehr Offensivaktionen für die Gastgeber gegen Hermann und Riese mit dem Kopfball. Heidinger noch dran, abgewehrt, Eckstoß bleibt folgenlos auch bei den Auern. Tiffert, Risotto. Fandrich, nächste Flanke, Kronholm. Überhaupt noch keinen ernsten Ballkontakt, jetzt mal zu sehen, aber das Ganze noch keine Aufgabe. Kein Ball aufs Tor des Kieler Torwartes, Kempe. Köpke, Riese, keine Gegenwehr, Riese! Und fast die erste richtig große Chance des Spiels, Philipp Riese. Der Ball geht einige Zentimeter vorbei. Kronholm hat ihn richtig abgeschätzt, 0:0 zur Halbzeit. Aue hat sich hineingesteigert in das Spiel, Kiel begann gut. Aber auf beiden Seiten längst nicht so viel zu sehen, wie das zu erwarten war. Geben wir dem Spiel noch etwas Zeit, es wird sich lohnen. Die zweite Hälfte wird deutlich besser. Kempe. Risotto. Kempe, Riese, weiter für Tiffert gegen Hermann. Abgedrängt. Aber trotzdem kommt die Flanke, Schmidt. Mühling. So, und jetzt Kiels bester Spielzug. Drexler, weiter für Marvin Duksch. Schindler mitgenommen, rechts mitgelaufen. Leverenz, K.
kann sich durchsetzen. Drexler und Leverenz. Bis zum Abschluss ist es richtig schön gespielt. Der ist dann harmlos für Männel, weil Aue entscheidend den Fuß dazwischen kriegt. Bester Angriff, beste Chance bis hierhin durch Holstein Kiel. Fandrich, aber Aue in der Offensive öfter zu sehen. Riese! Zweite Chance, wieder abgezogen. Außerhalb des Strafraumes, Philipp Riese. Nächste Gelegenheit für Aue, wieder knapp vorbei. Kronholm muss noch nicht eingreifen. Aber das Muster wird jetzt klar. Vor allem Riese suchen, Fandrich weiter für Bunyaku. Fandrich trotzdem nochmal am Ball. Jetzt Bunyaku mit der Hacke, Fandrich. Gegen Kinzombi. Resuto versucht es. Kronholm zum ersten Mal gefordert. Rechtsverteidiger Resuto mit dem ersten Abschluss. Harmlos für Kiels Torwart. Kempe nichts mehr zu sehen vom großen Aufwind der Kieler nach 3 Siegen. Tiffert. Durchgesetzt gegen Kinzombi. Und Fandrich gut angespielt. Kein Abseits. Bunyaku Kronholm. Mit einer Wahnsinnstat, klasse abgewehrt, toll gehalten von Kronholm, der die Hand ausfährt gegen Bunyakus Kopfball. Richtig gut gemacht, beste Aktion des Spiels. Es gibt Eckstoß für Aue. Risotto. Und wieder Kronholm, zu kurz. Peitz eingewechselt, verteidigt mit Siedschlag, genauso eingewechselt von Anfang. Nächster Ballverlust, Schindler, Siedschlag. Heidinger, Kiel mit unglaublich viel Problemen, den Ball nach vorne zu bekommen. Tiffert holt sich wieder den Ball. Laufduell mit Heidinger, nächste Flanke, Rückpass von Schmidt, gut gegangen, weil Kronholm da ist. Längst nicht so eine Aufgabe wie eben von Albert Bunyaku, aber klar zu erkennen, Aue will jetzt den nächsten Sieg, den dritten dann in Folge, zum vierten Mal ungeschlagen. Bunyaku. Soku eingewechselt, neu im Kader im Vergleich zum Ingolstadt-Spiel. Riese, einer der auffälligsten zusammen mit Tiffert. Risotto wieder bei außen, wieder Riese. Und er versucht es wieder alleine. Und scheitert wieder rechts am Tor von Kronholm. Dritte Aktion zum dritten Mal an der Strafraumgrenze. Einmal in Durchgang 1, zum zweiten Mal in der zweiten Hälfte noch nicht belohnt. Philipp Riese, ehemaliger Bielefelder und Heidenheimer. Heidinger. Siedschlag, Peitz, Duxch und schon wieder ist der Ball weg. Bunyaku im Laufduell mit Peitz. Und Riese! Es fällt einfach nicht das Tor für Aue, auch nicht mit dem Kopfball durch Philipp Riese. Soku kann es auch nicht glauben. Vierte Gelegenheit, wieder rechts vorbei. Weiter 0:0, obwohl der FC Erzgebirge klar überlegen ist. Nachspielzeit im Erzgebirgsstadion. Nochmal Risotto. Nazarov, weiter für Tiffert. Gut gemacht gegen Schmidt. Tiffert. Und der passt. Das späte Tor. Nachspielzeit. 1:0 Aue durch Tiffert. Einer der erfahrensten macht das entscheidende Tor. Christian Tiffert. Doch noch 1:0 für Aue. Hochverdient. Nach dem zweiten Durchgang und es ist natürlich ein Distanzschuss, wie schon Riese, der es so oft probiert hat. Jetzt Tiffert, der es überraschend macht gegen Schmidt, den Ball rechts mitnimmt und dann kommt Kronholm nicht dran, ist glaube ich nicht mehr am Ball, lässt sich nicht ganz klar sagen, aber mit den Fingerspitzen dran ist, kriegt den Ball nicht, Traumschuss von Tiffert und so ist es doch noch das späte Siegtor für den FC Erzgebirge Aue. Der 3 Punkte mitnimmt und auch im vierten Spiel ungeschlagen bleibt. Lenk und Drews bringen die Wende. Ein ehemaliger Kieler gewinnt sein erstes Heimspiel im Profifußball gegen seinen alten Verein, gegen Holstein Kiel. Die Serie endet für die Störche und Aue schafft den nächsten Sieg und macht damit einen richtig großen Sprung in der Tabelle. Abstiegskampf längst nicht mehr das Thema in Aue. Man hat entsprechend viele Punkte gesammelt, um entspannt in die nächsten Wochen zu gehen. Und jetzt die englische Woche anzugehen. Kaiserslautern, Sandhausen sind die Gegner für Holstein Kiel. Ein großer Rückschlag nach den 3 Siegen. Dienstagabend das große Spiel. St. Pauli kommt ins Holstein-Stadion. Ein stimmungsvoller Abend wird erwartet. Danach Duisburg der nächste Gegner. Kenneth Kronholm kommt nicht an den letzten Ball von Tiffert. So gewinnt Aue und holt 3 wichtige Punkte. Ein tolles Heimdebüt für den neuen Auer-Trainer Hannes Drews.